Ja, herzlich willkommen beim Kinderwunsch-Adventkalender. Ich bin die Ursula Kröpfel. Ich bin der Andi. Und wir werden euch heute gemeinsam einige Sachen aus dem Shiatsu zeigen. Ich bin Shiatsu-Praktikerin und arbeite daher oft mit Frauen mit Kinderwunsch, mit Frauen in der Schwangerschaft oder auch nach einer Schwangerschaft oder auch nach Aborten. Und einiges aus meinen Erfahrungen werde ich euch heute zeigen. Und nachdem es ja vor allem um die Kinderwunschzeit geht, habe ich den Andi, meinen Partner, dazu eingeladen, mit dabei zu sein, weil nämlich unser beider Körper in der Kinderwunschzeit wichtig sind, die Energie von Mann und Frau. Und ich zeige euch einige Akupressurpunkte in Verbindung mit sanften Bewegungen, die einfach unsere Energie im Genitalbereich, im Urogenitalsystem in Fluss bringen, stärken und nähren. Und nachdem ja für den Kinderwunsch zwei Menschen wichtig sind und mitverantwortlich, habe ich den Andi mit eingeladen, dabei zu sein. Du kannst einfach jetzt bei deinen, es wird so eine Viertelstunde circa dauern, bei den Übungen mitmachen. Und die sind immer wieder möglich, in der Woche ein-, zweimal, dreimal alleine auszuführen oder eben auch wirklich so als eine Entspannungseinheit, vielleicht am Abend oder in der Früh gemeinsam zu machen, und spür hinein in deinen Körper und schau, was es mit dir bewirkt. Shiatsu, das ist eine Art der Körperarbeit, wo wir mit den Meridianen, das sind Energiebahnen im Körper, arbeiten, die unsere Organe beeinflussen und die Energie energetisch auch spiegeln, wie es den Organen geht, beziehungsweise den Meridianen. Und über die Akupressur kann man eben die Energie im Körper gut in Fluss bringen, zusätzlich über die Bewegung. Ansonsten bin ich auch noch Yogalehrerin, deswegen wirst du auch ein paar Aspekte vom Yoga hier drinnen mitspüren und mit zelebrieren können. Fürs Erste lade ich dich ein, dich aufrecht hinzusetzen. Du siehst es hier bei uns. Und der Andi und ich, wir haben jeweils so ein Sitzkissen unter unser Gesäß geschoben. Also das würde ich dir jetzt auch zu Hause einladen, vielleicht eine Decke keilförmig zu nehmen, um dich gut in deiner Körperhaltung aufrichten zu können. Und schau mal, wenn du dein Becken hier jetzt mal spielerisch vielleicht kippst, ob du da Freiheit im Beckenraum hast. Wenn das jetzt sehr eng sich anfühlt, dann schlage ich dir vor, ein höheres Kissen zu nehmen und dich noch höher zu platzieren. Die erste Bewegung und den ersten Akupressurpunkt, den ich dir zeige, das ist Blase 25. Der ist auf unserer Körperrückseite, dafür drehe ich mich einmal um. Wenn du deine Taille hier umfasst und somit deinen Daumen jetzt nach hinten wanderst, streck dich mal kurz nach hinten durch. Dann spürst du hier rechts und links der Wirbelsäule, deine Rückenstrecker, deine Muskeln. Und genauso am höchsten Punkt deines Rückenstreckermuskels, Taillenbereich, drück mit dem Daumen jetzt in diesen Muskel hinein. Jetzt bist du ziemlich sicher auf dem Akupressurpunkt, der den Blasenmeridian gut steuert. Bleib mit deinem Daumen jetzt hier in einem klaren und wohligen Druck auf diesen Akupressurpunkt. Und beginne mit deiner Ausatmung, deinen Körper einfach zu entspannen, und du darfst dich ein bisschen nach unten runden oder krümmen. Und mit deiner Einatmung versuch deinen Rücken lang zu machen, dein Brustbein leicht anzuheben. Und zugleich bleibt dieser Druck der Daumen auf dem Akupressurpunkt. Während du die Übungen mit uns ausführst, werde ich dir mal ein bisschen was zu den Punkten erzählen, weil das ganz spannend ist. Der Punkt Blase 25, der wirkt sehr stark auf unseren Dickdarm. Und in der DCM gehört der Dickdarm auch sehr stark so mit den Eierstöcken zusammen. Und genauso ist der Punkt Blase 25 dafür verantwortlich, wenn es irgendwo im Körper stagniert. Das heißt, wenn Energie nicht fließen kann, den Energiefluss zu fördern. Und damit starten wir jetzt mal. Wir wollen sozusagen unserem Körper zeigen, dass die Energie fließen darf. Einatmen, such die Länge, streck dich eher wie in eine leichte Rückbeuge, und ausatmen, runde deinen Oberkörper. Die Daumen drücken noch immer satt in den Punkt hinein. Der Punkt Blase 25 ist auch bei Endometriose ein Punkt, der sehr unterstützend wirken kann, weil auch da so die Dickdarmenergie in Verbindung mit eben Endometriose sehr wechselwirkend in der DCM gesehen wird.
jetzt noch ein oder zweimal. Und nach dem letzten Mal, ich drehe mich dazu wieder leicht rum, rutsche jetzt genau da, wo du mit dem Daumen auf der Höhe warst, mit dem Daumen auf die Wirbelsäule und fühl mal, wenn du dich leicht jetzt rundest oder dieser Bereich ist zwischen den Wirbelkörpern. Meine Daumen liegen jetzt übereinander und drücken genau auf der Höhe, wo vorher Blase 25 war, jetzt auf der Wirbelsäule sehr achtsam zwischen den Dornfortsätzen da hinein. Bleib bei dieser Bewegung deines Beckens. Du bist jetzt hier auf einem neuen Akupressurpunkt, der heißt auch Min Meng oder Tor des Lebens. Auf dem Lenkergefäß. Das ist ein außerordentliches Gefäß. Und Min Meng ist einer der Akupressurpunkte, die am stärksten sich auf unseren gesamten Urogenitalbereich auswirken. Bei den Männern sorgt Min Meng dafür, dass die Potenz gestärkt ist. Das heißt, bei Impotenz ist auch gut zu drücken und zu akupressieren. Auch bei einem häufigen Forttröpfeln des Samens, wenn der Samen nicht so gut gehalten werden kann. Und bei uns Frauen ist Min Meng sehr gut da, um Leber, Milz und Niere zu stärken. Organisch und auch die Meridianenergie. Wirkt auf unsere Fortpflanzungsorgane insofern, dass er eben den Raum aufdankt und energetisiert. Der Ausfluss ist Min Meng auch schön, das kann weißer Ausfluss sein oder auch ein pilzähnlicher Ausfluss. Er steigert die Fruchtbarkeit, das ist ja auch eines der Ziele. Und ist genauso ein Punkt, der bei Endometriose sehr empfohlen wird. Mach das jetzt noch mit drei Atemzügen in Verbindung. Wenn du ausatmest, runde dich so sanft deinen Daumen entgegen. Wenn du einatmest, streck die Wirbelsäule etwas mehr durch. Nach deiner letzten Ausatmung entspann die Arme, leg deine Handflächen jetzt gern nach oben geöffnet und deinen Arm Handrückseiten auf den Oberschenkeln ab. Und spür für einen Moment in den Bereich des Rückens, wo vorher die Akupressur stattgefunden hat. Wie fühlst du dich da jetzt? Das sind zwei Akupressurpunkte, die du auch an deinem Schwangerschaftsbeginn, wenn du ganz in einer frühen Schwangerschaft bist oder die ganze Schwangerschaft hindurch immer wieder akupressieren kannst, die sehr stärkend auf deinen Unterleib wirken. Ja, und wir wandern zum nächsten Akupressurpunkt weiter. Dafür würdest du deine Füße jetzt berühren müssen oder sollen. Positionier mal die Füße so, dass du zumindest einen Fuß gut positionieren kannst. Und vielleicht ist es dir möglich, beide Füße zu greifen. Dann können wir die Füße zugleich akupressieren. Und jetzt stell dir vor, bei mir sieht man es nicht so gut, beim Andi ist es vielleicht besser. Wir haben eben so das hellere Fleisch auf der Fußsohle und den rötlichen Bereich des Fußes. Und wenn du da vom Großzehen nach oben denkst, genauso, wir sagen ja diese Kante vom roten zum weißen Fleisch, wander da mal mit deinen Daumen hinauf und am Ende, so des im mittleren Bereich des Mittelfußknochens, am Ende des ersten Mittelfußknochens, vom großen Zehen, spürst du hier eine kleine Grube, bevor dann so ein Hügel kommt. Noch ein Stück weiter rauf, genau, also du bist nicht beim Großzehenballen, sondern wirklich, wenn du den Mittelfußbereich nimmst, in diesen, genau im Gewölbe des Mittelfußbereichs. Da drück jetzt deine beiden Daumen in diesen Bereich hinein.
Milz 4 heißt der Punkt. Oder übersetzt auch gelber Kaiser. Und du wirst jetzt sehen, wenn du da bei uns so schaust, das kann ein bisschen unterschiedlich auch ausschauen, weil einfach jeder Körper unterschiedlich ist. Dieser Punkt wirkt natürlich auch auf den Urogenitalbereich, sonst hätte man jetzt hier nicht dabei. Schenkt aber auch eine gute innere Ruhe und eine geistige Ruhe. Und das ist insofern ein ganz besonderer Punkt, weil wir in unserem Körper ein außerordentliches Gefäß haben, das das Vitalitätsgefäß ist, das am stärksten wirklich auch so für die Vitalisierung des Unterleibes verantwortlich ist. Und der Punkt Milz 4 ist der Schlüssel- und Öffnungspunkt für das Vitalitätsgefäß, auch Zhongmai genannt. Also mit dem Punkt regst du das Vitalitätsgefäß an, das hier im Oberkörper bei der Brust beginnt, dann unser Brustbein umfließt, dann in einer sehr engen Linie rechts und links der Körpermittellinie bis zum Schambein wandert und dann die Beine nach unten uns gut erdet. Während du jetzt Milz 4 drückst, hätte ich gern, dass du gern so wieder an dem auch mal die Augen schließt und schick deine nächsten drei Ausatmungen bewusst in diesen Punkt nach unten. Denk dich von der Nase beginnend mit der Ausatmung Richtung Füße und einatmend hast du das Gefühl, dass du die Energie, die da in deinen Füßen vielleicht auch entsteht oder vom Boden aufzunehmen ist, wieder in deinen Körper, in deinen Rumpf, Unterbauch bis zum Oberkörper aufnimmst. Du kannst hierfür gerne jetzt mal etwas tiefer atmen. Das ist was, was ich auch aus dem Yoga immer wieder erfahren darf, dass die bewusste, achtsame Atmung sehr viel mit unseren Organen bewirkt. Die Atmung stärkt unsere Durchblutung. Aber schafft auch so ein Gefühl der inneren Ruhe, des Vertrauens, kann unseren Blutdruck regulieren. Milz 4 ist auch ein wundervoller Punkt, wenn du eine sehr unregelmäßige Menstruation hast, also es kann den Zyklus regulieren. Füßen wirkt auch oder auch bei Verdauungsstörungen. Nimm noch einen Atemzug bewusst, die Ausatmung zu den Füßen leitend, die Einatmung von den Füßen die Energie in deinen Rumpf sammelnd. Oder drück jetzt einmal gern so die Stelle. Dazu ist es vielleicht ganz fein, du pendelst mit dem Körper etwas rechts, links. Drück so deine Fußsohlen. Falls du weniger gelenkig bist, kann man das immer auch zuerst mit einem Bein machen, dann mit dem zweiten Bein. Also ist genauso möglich. Und entscheide dich jetzt dafür ein Bein und wandere dieses mit dem gegenüberliegenden Arm, mit dem Handball drückend den Unterschenkel nach oben. Das heißt, ich drücke jetzt so die Innenseite meines Unterschenkels und das mache ich 3-4 Mal vom Fußgewölbe anfangend. Du siehst, ich nutze mein Körpergewicht und lehne mich hier mit dem Gewicht meines Körpers in den Unterschenkel. Milz, die wir jetzt hier mit anregen, aber auch die Leber und vielleicht ist auch die Niere da jetzt ein bisschen mit dabei. Drei wichtige Organe, die uns die Niere so mit ihrer Essenz sehr stärken. Die Nierenenergie ist sehr wichtig für das Empfangen eines Babys, für unsere Fruchtbarkeit. Die Milz ist wichtig, um zu halten, das Blut zu halten, aber auch dann eventuell eine beginnende Schwangerschaft zu halten.
Die Leber ist wichtig, insofern, dass die Leber oft für Stagnationen im Genitalbereich verantwortlich ist. Also wenn die Leber gut fließen kann, ist auch der Urogenitalbereich besser im Energiefluss. Mach es ein letztes Mal beim ersten Bein. Dann, wenn du so sitzt wie ich, wechsel das Bein oder eben Andi sitzt im Schmetterling, wechselt so zur zweiten Seite. Und wandere jetzt hier wieder mit dem gegenüberliegenden Arm mit so einem rhythmischen Massieren nach oben. Du spürst auch, dass jetzt dieser Rhythmus auch mit unserem Körper was macht und uns in Bewegung bringt. An und für sich ist es ganz oft so, dass wenn Kinderwunsch da ist, ich bei meinen Klienten die Erfahrung gemacht habe, dass manchmal eher Bewegung sogar aufhört, weil mit dem Kinderwunsch, der eigentlich da ist, auch Sorgen kommen oder auch vielleicht Freiheit oder das ein entspanntes Gefühl verloren gehen und dann oft so eine Starre reinkommt. Und ich finde es dann ganz wichtig, eben wieder zur Atmung anzudocken, aber auch so zu einem wohligen Bewegen. Oberkörper sein, aber vor allem auch gern das Becken bewegen, Unterkörper, weil Bewegung einfach Energie ins Fließen bringt. Ich mache es auch hier noch einmal. Beine nach vorne und entspann dich einmal gerne so auf den Beinen her, genau, vielleicht möchtest du dich noch mehr zurücklehnen, um den Leisten wieder Raum reinzubringen, so viel zum Thema Bewegung. Und dann bring die Füße noch einmal in eine Position, dass du die Beininnenseite berühren kannst, ich zeige dir den letzten Punkt. Fühl mal deine Innenknöchel und von den Innenknöcheln nach oben wandernd, hast du da jetzt so eine Rille, wo du relativ nahe des Schienbeins mit dem Daumen in diese Rille hinein sinken kannst. Jetzt nimm deine drei Finger und zeige mit dem Ringfinger als Abstandsmessung. Leg den Ringfinger auf die höchste Spitze deines Innenknöchels und mit dem Daumen drück dann genau dort jetzt Richtung Schienbein von der Beininnenseite kommend, wo deine Finger enden. Wild 6. Und wenn es dir möglich ist, drück es von beiden Seiten zugleich. Lass die Fußsohlen zueinander. Das ist auch unsere Nierenenergie, die da jetzt bei den Fußsohlen sich berührt. Schau, dass du dich im Körper gut aufrichtest und lass jetzt ein entspanntes Rechts-Links-Schaukeln entstehen. Und so wie du mit dem Oberkörper rechts-links pendelst, darf der Druck etwas forcierter jeweils in ein und dann ins andere Bein folgen. Spür, wieso du bei den Sitzbeinhöckern so dein Gewicht verlagerst. Auch hier bringen wir eine ganz leichte Bewegung rein. Mild 6 stärkt sehr das Blut. Blut und die Energie des Blutes ist wichtig fürs Empfangen und auch für die Fruchtbarkeit. Es harmonisiert unsere Leber und energetisiert die Nieren. Und ist auch Frauenpunkt genannt. Es stimmt aber nicht, dass er nur für uns Frauen gut ist, auch eben für die Männer. Auch bei Impotenz oder eben beim verfrühten Tröpfeln des Samens, bei Menstruationsbeschwerden, bei gynäkologischen Erkrankungen. Auch er reguliert unseren Menstruationszyklus.
lass jetzt langsam dieses Rechtsbändeln ausklingen und leg gern einmal so deinen Handteller jetzt über den Punkt, wo du gerade akupressiert hast. Und spüre ich hier kurz nach. All die Punkte hier sind eben, wie gesagt, nicht zum Empfangen eines Kindes eben wertvoll, sondern auch eben, wenn du vielleicht ein Baby verloren hast oder nach einer Schwangerschaft. Ich bin selber Mama von 2 Kindern und habe aber auch in meiner ganzen Kinderwunschzeit einige Babys verloren. Das heißt, ich durfte beides erleben. Die Freude, aber auch so dieses schmerzvolle Gefühl, wenn es nicht klappt. Auch die Starre danach oder auch die Angst, wenn es dann wieder soweit ist. Und auch da sind all diese Punkte, die ich dir bis jetzt gezeigt habe, eine sehr wertvolle Unterstützung. Ja, löse jetzt die Hände mal von den Bereichen. Wir kommen jetzt in die Rückenlage, ins Liegen. Das heißt, schließ langsam deine Beine und schieb deine Sitzunterstützung gern zur Seite, die brauchst du jetzt nicht. Und leg dich in die Rückenlage. Und du siehst hier jetzt beim Anja und bei mir, wir haben die Füße aufgestellt. Die Arme kannst du am besten mit den Handflächen nach oben geöffnet rechts und links vom Körper ablegen. Und jetzt spür mal, wenn du mit den Fußsohlen in die Matte drückst, spiel mal mit deinem Becken. Noch ganz ohne jetzt auf die Atmung zu achten. Wie kannst du dein Becken hier bewegen? Wie rundet sich der untere Rücken? Wie wölbt sich manchmal auch die Wirbelsäule vielleicht in ein Hohlkreuz? Ich lade dich ein, jetzt mit der nächsten Einatmung dein rechtes Bein zum Bauch heranzuholen, mit deinen Armen, mit deinen Händen umfasst das rechte Bein und drückst bewusst jetzt zum Bauch her. Die Einatmung kommt zu diesem Oberschenkel, der zu deinem Bauch presst. Mit der Ausatmung entspann die Arme, lass das Bein wieder mit der Fußsohle auf die Matte sinken. Einatmend, hol das linke Bein zu dir heran. Wirklich so einen Moment der Enge spüren, ausatmend entspannen. Wir nutzen hier mit der Einatmung die Qualität der Bauchpresse. Mit der Einatmung kommt unser Bauch eher nach außen und der Oberschenkel kommt hier entgegen. Diese Übung wirkt sich stark auf unseren Dickdarm auch wieder aus. Das ist eine gute Übung bei Endometriose oder bei Beschwerden auch mit den Eierstöcken oder wenn die Eileiter nicht so frei durchgängig sind. Kann auch sehr fein sein, wenn du Menstruationsbeschwerden hast. Zu dir heranziehen. Und bei der nächsten Ausatmung versuch bewusst, auch wenn du die Arme ablegst, die Schultern gegen Ende der Ausatmung mit zu entspannen. Auch das ist sowas, wo ich merke, wenn Leute länger unter dem Thema Kinderwunsch einfach auch vielleicht wirklich leiden, führt es häufig wirklich auch zu Verspannungen im Oberkörper, weil auch so der Herzraum geschützt wird. Ganz fein, bewusst durch die Schultern wieder mit zu entspannen. Mach es mit jedem Bein noch einmal. Nach den Wiederholungen auf jeder Seite noch einmal entspann die Arme bewusst wieder. Die Schulterblätter dürfen gerne zueinander aktiviert werden, sodass der Brustraum sich etwas weitet und dann wieder mit der Ausatmung so loslassen. Wandere jetzt
mit deinen Füßen ein Stück auseinander und lässt die Knie zueinander sinken, sodass sich auch der Unterbauch entspannen darf. Spür mal, ob es dir jetzt möglich ist, die Einatmung bis in den Unterbauch zu schicken. Du kannst gerne mal versuchsweise eine Hand auf den Unterbauch legen, um zu fühlen, ob die Einatmung im Bauchraum etwas bewirkt. Und jetzt zeige ich dir den letzten Akupressurpunkt. Das mal, wenn du die Hand schon am Bauch hast, sonst nimm sie her, das mal zu deinen Schambein mit den Fingerkuppen. Die Schambeinkante. Und jetzt messen wir wieder von der Schambeinkante alle drei Finger, Zeige, Mittel und Ringfinger, genau auf der Körperachse, genau Mittellinie, nach oben. So, ich würde jetzt den Ringfinger genau bei der Schambeinkante anlegen, die drei Finger messen nach oben und dort, wo die drei Finger zu Ende sind, dort kannst du entweder mit der anderen Hand oder jetzt halt da mit dem Mittelfinger auf der Körperachse den Akupressurpunkt Konzeptionsgefäß 4 drücken. Ich wechsle jetzt da zur rechten Hand. Ich nehme hier jetzt fürs Akupressieren meinen Mittelfinger und lasse einfach so die Schwerkraft meiner Hand hier wirken. Das ist einer der Punkte, die wirklich am stärksten bei Mann und Frau den Urogenitalbereich harmonisieren, aber auch vitalisieren. Wirkt sehr stark auf die Durchblutung, auf die Gebärmutter. Und das Milz-Qi, die Energie unserer Milz stärken. Auch ein Punkt bei Schmerzen im Unterbauch. Und deine zweite Hand, da lade ich dich jetzt ein, diese einmal so auf deinen Brustraum, dein Brustbein zu legen. Schau mal, wenn es für den Ellbogen anstrengend ist, vielleicht sinkt die Hand ein Stück nach unten, dann ist sie ein bisschen tiefer. Ich hätte jetzt gern, dass du hier dir vorstellst, wie du deinen Herzraum, der Bereich, wo einfach viele Emotionen sitzen, mit deinem Bauchraum, mit dem Akupressurpunkt verbindest. Nimm dazu deine Vorstellungskraft, mit der Einatmung verbinden sich Herz und Unterbauch, Herz und Uterus, Herz und dein Mentalbereich miteinander. Und mit der Ausatmung darfst du loslassen. Zwei Atemzüge. Ganz oft, wenn über eine längere Zeit einfach auch so der Wunsch nach einem Baby nicht so klappt eben und wir nicht so leicht empfangen können oder es vielleicht einfach so nicht so gut funktioniert hat, kappen wir oft so das Gefühl auch von unserem Unterbauch oder vom Genitalbereich. Und das ist was es einfach auch nicht leichter macht. Und diese Herz-Uterus-Verbindung ist wundervoll immer wieder herzustellen, mit der Hilfe der Akupressur, mit Hilfe deiner Hände. Nach deinem letzten Atemzug entspannen, beide Arme, löst die Hände, leg sie noch einmal kurz ab. Jetzt in die Seitenlage, ganz klein, auf die Seite. Und ich möchte euch jetzt abschließend noch eine kleine Übung zum zweiten zeigen. Also setz dich gern auf. Wenn du jetzt mit Partner eben durch diese Übungen durchgewandert hast, dann bleib zu zweit. Wenn du alleine bist und du es für dich übst, dann mach das gleich mit deinen eigenen Händen. Ich möchte noch mal auf diese Herz-Uterus-Verbindung eingehen. Das ist wirklich eine unserer energetischsten, wichtigsten Verbindungen, weil da auch so ein Energiekreislauf in unserem Körper läuft, der erste Energiekreislauf ist, der bei deinem Baby, auch wenn du ein Baby empfängst und wenn sich da eines in dir entwickelt,
Energiefeld geschlossen wird. Und deswegen auch so wichtig, diesen Energiekreislauf herzustellen. Und diesmal möchte ich den Andi bitten, da unterstützend auch zu wirken, weil ich stelle ganz oft fest, dass Frauen, die zu mir kommen, eigentlich sehr hart geworden sind, weil einfach die Trauer auch so da ist, über diese vielleicht eben lange Kinderwunschzeit schon oder über diese Sehnsucht auch oder diese Sorge, was wird wohl kommen. Und dass diese Fähigkeit, sich auch anzulehnen und weich zu werden, sehr oft zu kurz kommt. Das heißt, in dem Fall werde ich jetzt den Andi bitten, sich hinter mich zu setzen, mir eine Rückendeckung zu schenken. Der Andi schnappt sich einen Polster, also wenn du eben zu zweit zu Hause bist, der dahinter sitzt, nimmt sich gerne einen Polster. Und wenn du jetzt alleine bist, dann würde ich dir in dem Fall vorschlagen, einen Polster an die Wand zu legen und dich jetzt an die Wand anzulehnen. Und das Erste, was ich jetzt aber mache, ich setze mich hier dazwischen an die Beine und lehne mich einmal an. Einfach so, wie ich bin. Das heißt, ob es jetzt dein Partner ist, der hinter dir sitzt, oder ob es die Wand ist, an die du dich anlehnst, spür mal, was das so ausmacht, sich wieder anlehnen zu dürfen. Eventuell berührt es dich. Vielleicht ist es euch ein vertrautes Gefühl, vielleicht habt ihr auch es schon lange nicht mehr gemacht. Und jetzt lade ich dich ein, diese Herz-Uterus-Verbindung. Spür mal, ob du sie selber jetzt so angelehnt, in den Armen oder an die Wand angelehnt herstellen magst. Oder spür mal, ob es vielleicht so ein schönes Gefühl wäre, so die Hand des Partners hier auf deinen Bauch zu legen, dann mit deiner Hand zu unterstützen. Und genauso auch im Herzraum. Ich merke so eine zweite Hand, die würde ich eigentlich gerne so drunter durchschlüpfen und entspannen. Das Schöne ist jetzt, dass nämlich dein Rücken, der sich anlehnt, der ist auch so ein wundervolles, außerordentliches Gefäß, sich wirklich entspannen darf. Dein Rücken sich mit der Körpervorderseite vielleicht deines Partners verbindet oder eben von der Wand gehalten wird. So die zwei Energiekreisläufe, wenn du zu zweit bist, jetzt geschlossen werden. Und auf deiner Körpervorderseite du so die warme Hand von dir oder eben von euch beiden oder von deinem Partner hier diese Herz-Uterus-Verbindung verstärken lassen. Jetzt schließ gern die Augen und nehmt für ein paar Atemzüge euch einfach hier Zeit zu spüren, ganz gleich ob alleine oder zu zweit. Atemzüge auch in so einer achtsam spürigen Energie mit deinem Partner oder auch mit dir selber. Und vielleicht kannst du mit der nächsten Ausatmung in beiden Rollen, ganz gleich, ob du jetzt der Mann hier bist oder die Frau, oder ob du dich alleine hier an die Wand anlehnst, noch etwas mehr loslassen. Entspann dich hier noch mehr rein. Gib dein Gewicht ab. Manchmal kann weich werden auch bedeuten, dass du Traurigkeit mehr spürst oder Verletzlichkeit. Vielleicht will dir aber auch gespürt werden. Aber vielleicht schenkt es dir auch Vertrauen. Urvertrauen ist was, was unsere Gebärmutter und sein Uterus sehr stärkt, unsere Nierenenergie sehr stärkt. Und Urvertrauen können wir dann gut fühlen, wenn wir loslassen dürfen, entspannen, weich sein dürfen. Ja, falls du jetzt zu Hause bist, kannst du das jetzt gern durch fortsetzen. Wir werden hier mal langsam aus dieser wohligen Berührung rausgehen. Und wenn du spürst daheim, du magst einfach noch verweilen, dann mach das. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, bewege ich mich langsam wieder zurück, sodass ich wieder ohne Anni hier sitzen kann. Jetzt machen wir es jetzt auch ganz frei, man schaut sich danach kurz an. Ja, und so möchte ich dir mit diesem Bauchpressurpunkt und den kleinen Übungen Mut schenken,
Mut schenken, dich zu spüren, auch euch zu spüren, ganz gleich, ob du jetzt eben wirklich das alleine oder zu zweit machst, traurig zu fühlen, was dein Partner mitbringt, ob es Zuversicht ist oder Optimismus oder auch vielleicht mal Traurigkeit oder ob er vielleicht einfach auch ein Gespräch sich da gibt, trau dich das zu spüren und erfahre dich immer wieder mit diesen Akupressurpunkten und ich wünsche dir oder euch alles Gute und viel Zuversicht und wenn du Fragen hast, dann siehst du ja beim Adventkalender meine Daten, dann kannst du mich gern kontaktieren für Fragen zum Sicht DCM und Kinderwunsch, Scherz und Kinderwunsch oder auch Yoga und was man da machen kann, um vielleicht so den Bereich zu vitalisieren. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine weitere schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank. Alles Gute.